Wir haben in Heilbronn ein Maßnahmenkonzept auf den Weg gebracht, das vorbildlich ist für, ich glaube, eine Vielzahl von Kommunen in Baden-Württemberg. Angefangen von einer frühkindlichen Spracherziehung über ein Angebot, das eine Hilfe, ein Hilfereich darstellt für den behördlichen Umfang, für viele Bereiche des täglichen Lebens, um tatsächlich den Menschen, die dann zu uns kommen, auch zunächst mal die ersten Schritte hier etwas zu vereinfachen. Der erste Handreich, möchte ich sagen. Dabei kann es aber nicht bleiben. Die Forderung an die Politik geht viel weiter, nämlich tatsächlich diese Hürden, die bei dem Eintritt in das Arbeitsleben, in die Arbeitswelt entstehen, die müssen abgebaut werden. Ich denke an Projekte wie die Zeitarbeit oder eben wie Praktikas, die alle momentan auch im Zusammenhang mit dem Mindestlohn eine sehr große Barriere darstellen, dass tatsächlich Flüchtlinge relativ schnell integriert werden können und natürlich auch eine schnellere Anerkennung, eine schnellere Bearbeitung der früheren Schul- und Bildungsabschlüsse. Das muss natürlich auch gewährleistet sein.